Dieses Problem kennt wohl jede Frau. Wenn man unterwegs ist und aus dem Koffer lebt, sieht man das der Kleidung einfach an. Genauso geht es nun auch Herzogin Meghan. Die Frau von Prinz Harry ist derzeit mit ihrer Familie auf offizieller Auslandsreise in Südafrika und glänzt dort mit einem Outfit nach dem anderen. Doch dass man auch als Mitglied der Royal Family auf Reisen nicht immer ein Bügeleisen zur Hand hat, sehen wir bei ihrem jüngsten Termin. Bei einer Diskussion zum Thema Gewalt gegen Frauen zeigt sich die 38-Jährige in einem khakifarbenen Blusenkleid. Und das ist ganz schön zerknittert. Ebenso, als hätte es Meghan gerade erst aus dem Koffer gezogen. Das Kleid endet über den Knien, den Beinschlitz verlängert die ehemalige Schauspielerin kurzerhand, indem sie den untersten Knopf einfach offen lässt. Doch nicht nur das Dress zieht alle Blicke auf sich, auch ihr Schmuck ist ein absoluter Hingucker. Während die Herzogin sonst eher auf dezente Accessoires setzt, sind die Ohrringe, die sie zu dem Termin trägt, schon fast extravagant. Dazu lässt sie ihre langen Haare glatt über die Schultern fallen. Es ist übrigens nicht ihr erstes Outfit an diesem Tag. Nur Stunden vorher zeigt sich Meghan in einem beigefarbenen, ärmellosen Mantelkleid mit raffiniertem Taillengürtel. In Windeseile hat sich die gebürtige US-Amerikanerin also umgezogen. Und dass ihr dabei die ein oder andere Falte im Kleid völlig egal ist, macht sie doch gleich noch sympathischer.